Hallo zusammen und willkommen zurück zu Minecraft Time. Weiter geht's in meiner Höhle und nochmal großen Dank an alle, die letzte Folge geliked haben. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, davon passt ihr auch nichts aus meiner super krassen Höhle. Und heute machen wir nichts Technisches mal. Boah, ein geiler Zug, oder? Vielleicht ja doch, weil hier fehlt es noch irgendwie an Scheinwerfer, an den Zug beleuchten. Sondern ich wollte mal ein bisschen Deko machen. Und zwar würde ich ganz gerne hier unten mal ein bisschen ausdekorieren. Für den Deko-Modus gehen wir immer ganz gerne in den Kreativmodus rein, ähnlich wie unten auch. Weil manche Sachen sind einfach nur nervig. Game Mode 1. Weil Blätter holen, Lampen holen. Also immer diese ganzen Dekorationssachen dann aus dem System holen. Finde ich cooler so, weil so, finde ich, passiert auch ein bisschen mehr. Und ist ja nicht so, dass uns jetzt an Items hier fehlt, sondern wir haben es ja auch. So, warte mal. Ich muss nochmal ganz kurz gucken. Das einmal neben der Tür und genau in der Mitte. Also neben der Tür und genau in der Mitte. Wir fangen jetzt mal bei -4 an. Top. Da, das meine ich. Da müssen wir die Axt rausholen, dann irgendwas wieder machen. Neben der Tür war dann hier, ne? Genau. Anderen Etagen werden natürlich auch noch so ausgekleidet, aber jetzt machen wir erstmal hier alles voll. Draußen die Häuser sind übrigens auch weitergekommen, wo wir gerade im Dekorieren waren. Und ich glaube, die große Stadt, die dahin wo kommt, wo der Bahnhof ist, also der andere Bahnhof, hat auch noch nicht jeder gesehen, da kommt eine Stadt rein, die es schon gibt. Also wir werden wahrscheinlich Gebäude reinkopieren, anstatt alle neu zu bauen. Weil ihr dürft nicht vergessen, das Ganze hat einen höheren Zweck. Nämlich die Geburt eines RPGs-Spiel. Also ich muss mal gucken. Vielleicht kommt das ja auch gar nicht. Weil ich sage mal, da 2025. Obwohl, 2025 sollten wir hinkriegen. Aber warte mal, der war falsch, ne? Ja, der war mega falsch. Warte, ich mach den jetzt erstmal weg hier. Da, hier der Boden zum Beispiel müsste, glaube ich, auch noch ausgetauscht werden. Dann kommt gleich ein bisschen Höhlenwurz dazu. So, jetzt haben wir, glaube ich, alles. Und ich habe mein Nachtsichtgerät extra ausgemacht. Mein Nachtsichtgesicht. Damit wir auch mal was setzen können. Sinnig bei Dunkelheit. Ja, das sollte so gehen auf jeden Fall. Jetzt kommen noch Lampen hier an jeder Ecke. Genau, da können wir gleich mal den Raum ausheben. Hier ist ja die Bibliothek. Ich glaube, Bibliothek ist auch offen. Also free for all, ähnlich wie der Garten oben. Da gibt es nur zwei Bereiche, die ein bisschen abgeschlossen sind. Und zwar gibt es da wieder zwei gesonderte Bereiche. Ich kann mal ganz kurz zeigen, wo. Nämlich da und da. In einem ist extra Utilities drin, sowas wie Hammer-Leveling und Tool-Leveling und sowas. Und dem anderen noch was anderes. So, warte mal, hier brauche ich aber mal meinen Hammer. Da muss ich jetzt höllisch aufpassen. Ich darf jetzt nicht irgendwie den wegklicken oder so. Weil den kann man sich nicht zurückcheaten. Vielleicht sollte ich mal irgendwo so einen Raum machen, wo ich meine Tools speichere. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. So, wenn ich jetzt hier zurückgehe, müsste ich eigentlich drauf zukommen. Ja, genau, fast. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier kommt der Buchmacher rein. Also Bibliocraft vermutlich. Neben der Bibliothek kommt eine Bücherei. Also nicht nur... richtig dumm. Neben der Bibliothek kommt eine Art Buchmacher, Buchverkäufer hin. Da kann man einiges schön machen mit Bibliocraft und Schissel und Bits und noch so ein paar Sachen. Quasi so ein geheimnisvoller Buchmacher. Ja, schreibt ganz gerne mal Namen in die Kommentare, wie der heißen möge. Kann bestimmt coole Namen mitmachen. Hier auch, hier endet ja auch einer der Wartungsschächte. Übrigens super cool, dass die überall enden. Ich mag das. Ob der Buchmacher wirklich einen braucht, bleibt abzuwarten. Aber zumindest kann man da mal hin, wenn man möchte. Genau, da kommt da eine coole Tür hin. Passt soweit, können wir zumachen, alles gut. Was hier reinkommt, ich überlege gerade, was sollte der denn für Blöcke haben drumherum? Weil wenn ich mir so einen vorstelle, dann denke ich eher so an mittelalterliches, düsteres Gedöns. Vielleicht hat er ja keine... Limestone Bricks, sondern normale Bricks genommen.
Also sprich, er hat seine Limestone Bricks grau angemalt. Folge 100 fast. Peter hat immer noch keinen Excavator. Oder haben wir schon 100? Dann seid gewarnt. Heute kommt nichts Besonderes. Okay. Der war gut, oder? Oh. Der war top, Alter. Ich habe noch nie so krass gelacht. Large Jungle Door. Ich weiß nicht, ob die was kann. Warte, wir packen erstmal ganz kurz den Hammer zur Seite. Large. Ah, hier ist sogar Large. Jemand sagte, ich soll mal bitte die Portal Gun Mod drauf machen. Leute, wenn ihr eine Bitte habt, guckt doch bitte, ob die Sache nicht schon drauf ist. Die ist schon seit Anbeginn der Zeit hier drauf. Und manche fragen auch, ob die in den... Na komm, wir nehmen die normale Akazientür. Weil hier im Flur ist ja noch alles beim Alten. Oder manche haben auch gefragt, ob hier noch, ob das noch in den Technik-Launcher kommt. Und da sage ich ganz klar nein. Das ist nur für den Twitch-Launcher. Einfach, weil es die bessere Plattform ist, um Modpacks hochzuladen. Muss man eindeutig sagen. Ich glaube, hier drin ist Dünkler. Ich glaube, hier drin ist Dünkler auf jeden Fall. Warte mal, Dark Oak haben wir auch so, ne? Ich will jetzt nichts holen, was wir gar nicht haben. Das wäre Quatsch. Dark Oak Wood. Ah, haben wir sogar. Dark Oak Planks sehen wir dann. Und zwar Vertical. Ein bisschen anders. Ja, genau, so sieht der Laden auch ein bisschen cooler aus auf jeden Fall. Also den werden wir nicht jetzt einrichten, sondern dann später. Wir werden jetzt nur die Wände machen. Und den Boden. Obwohl, den Boden hätte ich vielleicht mal ein bisschen schneller machen können. Zack. Und vielleicht bleibt der Laden auch gar nicht so in der Größe, sondern ändert sich noch ein bisschen im Stil. Ah, ich sehe aber gerade, wir brauchen unbedingt dann auch mal ein paar Stone Bricks. Stone Bricks, Building Bricks, genau, das sind die Monster Egg. Da muss man echt aufpassen. Ich hatte früher, oder ich habe zwischendurch meinem Kreativmodus, jetzt nicht hier in einem anderen Projekt, ab und zu auch mal die Monstersteine genommen. Das war echt blöd. Das war echt blöd gewesen, so. Ich weiß gar nicht, ist das so ähnlich wie oben im Restaurant, in der Bar, im Pub? Weiß ich jetzt gar nicht genau. So, und bitte noch keine Style-Tipps hier, ne? Oh nein, das war falsch. Weil das ändert, oder das wird erst geil aussehen, wenn ich damit fertig bin. Deswegen möchte ich davon abraten, mir jetzt schon Style-Tipps zu geben. Also von wegen, boah, das sieht aber zu eintönig aus. Weil dann sage ich immer, das ist ja auch noch gar nicht fertig. So. Das war schön, oder? Genau, dann machen wir das mal so. Ein bisschen anders den Eingang. Oder wir lassen ihn vielleicht noch einen weiter rein zeigen. Ja. Können wir vielleicht Theke machen, hier ein paar Bücherregale. Vielleicht hier noch ein paar Einbuchtungen mit Bücherregalen. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall wird das der Signbook Shop. Wisst ihr Bescheid. So, weiter geht's hier unten. Beziehungsweise hier auf der Ebene. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Höhlenwurz. Hier kommt keine Rezeption. Sondern ein Traveler-Büro. Also so ein ich komme jetzt gerade auf den Namen nicht. Bin blöd. Wo man hingeht, wenn man Tourist ist. So eine Touristenzentrale. Oder Check-in. Ja, so kann man es auch nennen. So, jetzt wissen wir Bescheid, was hier ist. Und das Story-LP, was wir noch vorhaben jetzt, quasi Heiko und ich haben hier etwas vor. Das würden wir ganz gerne gar nicht so spät angehen. Und ganz später habe ich hier noch was alleine vor. Also eine Story, die alleine stattfindet. Das dauert allerdings noch super lange.
muss ein bisschen beschleunigen hier den Höhlenwurz. Ah, guck mal, hier kann man auch ein bisschen Höhlenwurz runterhängen lassen. So Lianen sehen bestimmt auch noch geil aus. Da finde ich aber immer doof, dass alles so verstrüppt. Da läuft ja dann überall runter, Alter. Klar kann man da Schissels dran machen, aber da kann ich keine Lust drauf. Ah, okay, die waren nur oben. Habt ihr gesehen, er hat geleuchtet. Hier müssen auf jeden Fall noch irgendwelche Spotlights hin. Ein paar Spotlights. Und wir brauchen auch eine riesige Gärtnerei. Oh, die man den Höhlenwurz runterschneidet an manchen Stellen. Aber so groß ist das hier gar nicht, ne? Die Anlage jetzt. Also wehrt sich so, dass das quasi drei Leute nicht schaffen würden. Außer jeden Tag wächst so viel. Dann könnte man sagen, ah, kleines Problem, die Leute haben. Grammatik gelernt bei Yoda, du hast. Ne, müssen wir mal so lassen. So. Hier ein bisschen Gestrüpp noch, ein bisschen Höhlenwurz. Über den Eingang noch, top. Und nein, davon kann man nie zu viel haben. Zu viel geht nicht, geht nur zu wenig. Also wenn zu viel aussieht, dann ist an der Stelle eigentlich zu wenig. Das ist Höhlenwurz. Der gute alte Höhlenwurz. So. Ne, warte, das ist blöd. Da sind auch wieder beleuchtete Steine. Da muss man echt aufpassen, weil man sonst halt nichts Gute hat. So, kann ja genauso gut hier mal hochwachsen. Ne, kann nicht. Das sieht doof aus. Gerade dachte ich, es könnte, aber nein, es kann nicht. Es kann eindeutig nicht da hochwachsen. Aber es kann hier rumwachsen. Und das macht es sogar gerne. Ich glaube, da interessiert der Zug sich auch nicht für. War mal geil, ey. Fällt mir gerade mal ein, wir sind ja mit Vollgas über die Zugstrecke gedüst. Und da waren auch Fledermäuse, Mobs, Spieler. Und die wurden alle umgepflügt. Die waren alle instant tot. Das war so geil. Überleg mal mit einem Zug. Aus Minecraft, das meine ich ja damit. Ein Minecraft-Zug. Das ist so krass. So. Höhlenwurz. Oh nein, ich habe daneben geschlagen. Höhlenwurz. Und gerade solche Sachen finde ich halt immer blöd, wenn man da nicht im Kreativ ist, ne? Wenn man dann das Blatt wegmachen muss, geht zwar auch relativ schnell kaputt, aber nicht so schnell. So, hier hinten reicht jetzt. Nee, das ist auch nicht so schön, wenn das so runterhängt. Gefällt mir nicht. Nein, Peter, nein. Genau, da ist die Bibliothek. An sich geht's eigentlich. So, warte mal, wir nehmen jetzt aber noch mal ein paar Strahler. Ich glaube, die hießen Spotlight, oder? Nee, die hieß nicht Spotlight. Wie heißt die nochmal? Light? Lamp? Floodlight. Floodlight. Da haben wir sie. Ah ja, Redstone. Redstone-Block braucht man, damit die halt immer an sind, soviel ich weiß. Und eigentlich brauchen die auch noch Strom. Ja, da gucken wir mal. Ah, warte mal, der Mats hatte, glaube ich, Redstone gefärbt, soviel ich weiß. Redstone, ja, hatte er gemacht, aber nicht jetzt. Geil, warte mal. Ich glaube, das ist aber zu weit weg, meine ich. Also ich hätte ganz gerne irgendwie noch ein paar Lampen, die hier quasi den Zug beleuchten. Oder man macht so.
Kann man einmal hier einen Schein, einmal da einen Schein. Oder man macht es quasi hier in den Ecken rein. Also hier zum Beispiel eine hin. Und da. Und dann müsste man die halt drehen und verkabeln natürlich. Ich glaube aber, das Kabel davon war ein bisschen blöd. Aber ich lasse die nochmal hängen. Ich probiere das ganz gerne mal aus, wie das leuchtet oder ob das hell genug leuchtet. Ich glaube aber alleine, die Kabel sehen blöd aus, wenn man die dahin macht. Also diese Hängekabel, die passen dann nicht so wirklich dahin. Oder so vielleicht? Ja, irgendwie nicht, ne? Weil so hätte man nur das Licht da gehabt und hätte da keine Lampe gehabt. Andersrum. Doch, doch, der Zug. Ah, den Zug kann man echt beleuchten. Top. Ja, da schaue ich nochmal, wo man die am besten hinmacht. Ob jetzt hier hin oder dahin oder was weiß ich. Oder hier so hin und dann so schräg da drauf. Wäre natürlich auch geil, muss man ganz ehrlich sagen. Aber da muss man auch gucken, wo man die herbekommt. Also die Beleuchtung dafür. Also die Stromversorgung. Das ist echt natürlich ein bisschen blöd. So, aber ich würde mal sagen, das war's soweit. Danke fürs Zuschauen. Die Folge war mal wieder ein bisschen anders. Nicht viel Technik, ein bisschen bauen, ein bisschen dekorieren. Muss natürlich auch sein. Wir sind jetzt bis Etage minus 4 mit der Dekoration schon einigermaßen vorangekommen. Hier fehlen noch zwei Räume. Die werde ich auch relativ fix machen und die Bibliothek natürlich auch. Die braucht aber allerdings noch ein bisschen. Aber die anderen Räume werden relativ fix gebaut. Also deswegen, haut rein und bis zum nächsten Part. Tschüss!